Huhu, ihr Lieben da draußen, hier ist die Andrea mal wieder aus Andalusien von andreawirk.com. Heute wieder mit einem Unboxing und zwar von dem Tattoo Tarot in Mini. Ich habe das ja schon in groß angeboxt, das kann ich gerne hier verlinken. Jetzt habe ich die kleine Version und das möchte ich heute auspacken. Und wenn du Interesse hast, kannst du mich gerne begleiten. Ja, wie immer ist es so, dass ich die einzelnen Abschnitte, die ich hier so habe, mit Zeitmarkierungen mache. Das heißt, man kann hin und her springen, kann angucken, was man will. Also ich mache ja immer eine verschiedene Abschnitte, wie zum Beispiel das Intro oder ich zeige die Karten oder ich mache ein Reading und dann gibt es dazwischen noch einiges anderes. Das ist alles unten in der Textbox und dann kannst du gucken, was dich interessiert und das kannst du anklicken. Genau. Also, fangen wir mit dem Intro an. Das Tattoo-Tarot hatte ich in groß und es hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Ich habe es auch relativ oft verwendet, aber es war mir dann irgendwann zu groß und zu unpraktisch, sondern habe ich es abgegeben. Und jetzt, vor einem halben Jahr, habe ich entdeckt, dass das Deck in klein rauskommt und jetzt ist es da. Man kann ja immer Vorbestellungen machen. Es dauert dann meistens immer ein bisschen länger, als angegeben wird. Ich hatte das auch schon wieder total vergessen. Jetzt ist es da. Jetzt habe ich aber leider kein Vergleich mehr zu dem großen Deck. Das große Deck war größer als eine normale Tarotkartengröße und hatte einen ziemlich dicken Cardstock und ja und eine rot-beige Rückseite. Wer will, wie gesagt, ich verlinke das unten in der Textbox und auch dann hier oben hatte ich ja gesagt am Anfang, dass ich es verlinke, könnt ihr gerne gucken und euch das große Deck auch angucken. So, deswegen ist das kleine Deck jetzt da. Da gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen, weil ich gedacht habe, in klein, super geil, genial. Ich habe jetzt einige kleine Decks, die ich vorher in groß hatte. Und wenn das so weitergeht, werde ich die meisten großen Decks wahrscheinlich nicht mehr haben und nur noch kleine Decks, was ich einfach viel handlicher finde. Genau, so, dann fangen wir mal an mit der Box. Das ist eine, ich glaube, bei der großen Box war es so, dass das so eine Box war wie hier beim Fields Tarot, dass man so aufmacht, hier so, ne, so hochschiebt. Bin mir jetzt aber gerade auch nicht mehr ganz sicher. Hier haben wir so eine Aufflipbox, was ich eigentlich viel besser finde. Und da haben wir dann hier, das ist übrigens gar nicht eingeschweißt gewesen, fällt mir gerade auf. Es kam so. Ich hoffe, dass es nicht schon wieder ein gebrauchtes Deck ist. Also eins, was jemand schon mal hatte und dann weggegeben hat. Aber ich glaube, das große Deck war auch nicht eingeschweißt. Das ist übrigens vom Verlag, weiß ich jetzt gar nicht. Hier steht auch gar nicht drauf. Lawrence King Verlag, genau. War ja. Den Autor, den sage ich euch noch, steht vielleicht im Buch, wenn nicht, schreibe ich es unten in die Textbox. Also, das ist die Box, wie gesagt. Die kann man hier so aufmachen. Da ist dann hier so ein Bändchen, wo man das rausziehen kann. Das ist die Box ist ähnlich wie bei wie beim großen Deck, auch total pappig. Aber wie gesagt, das war eine, wo der Deckel, glaube ich, hochgemacht wird. Ich bin mir jetzt aber gerade auch nicht mehr sicher. Also eine ganz einfache Pappbox. War ja, hier ist ja auch noch was. und die auch pappig sich anfühlt. So, Tarot Deck bei Tattoo Artist Oliver Munden. Ah, das ist der Oliver Munden, haben wir es ja. With a Fold-Out Guide to All Cards. Das ist, was hier so steht. Ist übrigens relativ günstig. Und genau. So, dann gucken wir uns jetzt das ist jetzt hier kein Buch, sondern eher ein Faltblatt an. Also im Buch war eigentlich auch nicht so viel Information. Das war auch so ein dünnes, sehr papiermäßiges Buch. Wir haben hier eine kleine Einführung, einen kleinen Text. Und dann fängt es auch schon mit den großen Arkana an und wir haben hier im Prinzip sowas wie Keywords, also wie Stichworte bzw. kurze Stichwortsätze, ja, das Übliche würde ich mal sagen, was eher aber dem Marseille-Tarot angelehnt ist, glaube ich. Und dann kann man das hier so aufmachen
und hat hier, also genau, hier haben wir noch ja so diese üblichen Gelaber. Und hier hat man eigentlich nur hier werden nur die Nummern angezeigt. Also hier wird nochmal was zu den Nummern gesagt und zu den einzelnen Suiten, also zu den wie heißt denn das? Elementen, also zu den ja, genau. Farben heißt das auf Deutsch und ich glaube, auf der Rückseite haben wir dann aber noch die Interpretation. Genau, hier haben wir noch die Stichworte zu den einzelnen Karten bei den kleinen Arkana auch. Nur Stichworte und Stichwortsätze. Ne? So ist das hier aufgebaut. Das ist aber auch im Buch, glaube ich, nicht anders. Ich glaube, die großen Arkana, da war ein Bild noch dabei und da wurde da mehr. Hier sind noch so die Copyrights. Das hier ist jetzt 24 rausgekommen. Wann das andere rausgekommen ist, das große, weiß ich nicht mehr. Ich mache mal kurz Stopp. Hier kam wieder so ein lautes Gerät vorbei, dass ich mich fast selber nicht mehr höre. Das kann ich ja, das schreibe ich aber alles in die Textbox, wann das große Deck rausgekommen ist. Es könnte sogar sein, ich glaube, es gibt es sogar auf Deutsch. Genau, ich hatte es erst auf Deutsch, dann auf Englisch in groß und jetzt habe ich es gar nicht mehr in groß und jetzt habe ich es in klein. Also das, die Information, die hier drauf ist, reicht eigentlich, finde ich. Ich habe sowieso nie ins Buch geguckt. Genau, das ist das Faltblatt. Jetzt kommen wir zu den Karten. Auch die sind ja so süß. Mal gucken, ob die jetzt auch. Ja, die sind jetzt. Ja, gut, die sind geordnet. Sieht zumindest so aus. Auch eine sehr pappiger Cardstock. Ja. Pappig, aber so eine leichte gleitende Oberfläche. Aber so ganz leicht nur. Sehr pappig. Aber so ist, glaube ich, auch das große Deck. Dick. Nicht ganz so flexibel. Und die Rückseite gefällt mir hier besser. Die ist nicht rot. Ich glaube, die Rückseite ist vom Stil genauso wie die vom großen Deck, bin mir aber jetzt nicht sicher. Und da war das aber knallrot und das hat mir nicht gefallen. Also eigentlich finde ich es so schöner. Und ist umgekehrt lesbar. Die Größe ist, ich kann das hier immer ganz schlecht lesen. Ich schreibe es aber nochmal in die Textbox. 4,9 würde ich sagen. Mal 8,8. Ja. Ich habe hier eine große Tarotkarte, eine übliche US Games, von früher zumindest übliche Tarotkarte. Das ist der Unterschied. Ja. Ich kann aber auch hier nochmal zum Beispiel das Lightseers rausholen in klein. Das ist sogar noch kleiner wie das Lightseers. Das Lightseers hat, glaube ich, auch die Größe von dem Wild Unknown Pocket Tarot Deck. Also ist ein Tick kleiner wie das Lightseers sogar noch. Genau. Okay, also die Größe und mir gefällt es bis jetzt ganz gut. Das ist nicht so ein grelles Rot hier auf der Rückseite. Ich werde jetzt aber eins machen, bevor wir jetzt die Karten, weil das mag ich, alles andere ist mir wurscht, aber ich mag es, wenn die großen Arkana vorne liegen. Die li lagen jetzt hinten. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass das auch richtig scharf bleibt, weil wenn das so weit nach unten ich die Kamera mache, kann es sein, dass das nicht mehr so ganz scharf ist. Wir haben ja den Narren. Jetzt, ich glaube, jetzt ging die Kamera. Irgendwas ist jetzt passiert. Naja, egal. Es läuft. Wir haben ja den Narren. Magier, Hohepriesterin, Herrscherin, Herrscher, Hierophant, Liebenden. Der Wagen, Gerechtigkeit, Eremit, Schicksalsrat,
Stärke. Das ist übrigens die 11. Ja, genau, das ist das ist ans genau, ist ja richtig. Der Gehängte. Der Tod. Temperance. Ausgewogenheit. Der Teufel. Der Turm. Der Stern. Der Mond. Die Sonne, das Gericht und die Welt. So, dann haben wir jetzt die Schwerter mit dem Ass. 2, 3, 4. 5, 6, 7, acht, neun, 10. Bube, 3. Königin, König. Dann haben wir das, die Kelche mit dem Ass. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10. Wo ist denn der Ritter? Hier fehlt der Ritter. Hier fehlt der Dings. Oh weia. Wir haben ja den Ritter. Eigentlich müsste jetzt der Bube kommen. Königin und König. Okay, der Ritter hing an der 10 fest. Also Ritter. Nein, Bube. Ritter. Königin. König. Und dann haben wir hier das Ass der Stäbe. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Oh, 10. Der will nicht. Der Bube. Der Ritter. Königin. Und der König. Dann kommen wir zum Münzen. Ass, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10. Ich darf meine Hand da nicht hinmachen, glaube ich. Die Zehner, die haben es immer. 10. 11. Bube. Ritter. Königin. Und der König. Ja, das ist also das Deck. Ich mache auch gleich Stopp, glaube ich, wegen der Hitze, die wir wieder haben. Also ich finde ja dieses Deck toll, weil vor allen Dingen in klein, das fühlt sich so cool an. Ja, dieses Gerät wird hier gerade so heiß. Ich mache aber jetzt noch Schluss. Weil ich finde es hier so cool, dass man kann mit diesem Deck wunderbar Pip-Decks lernen, weil hier einfach so viele Zeichen noch mit drin sind hier. Bei der 5, 6 der Kelche zum Beispiel haben wir hier das Herz, bei der 5 der Kelche das Auge, das weint. Bei der 4 der Kelche tropft es auch ein bisschen. Hier ist Fröhlichkeit angesagt, hier sind zwei Herzen. Also hier wird immer, hier sind immer noch so Symboliken drin, außer jetzt vielleicht bei den Stäben, wo man noch was rausholen kann. Ich finde das so geil bei dem Deck. Also es ist ein tolles Pip-Deck, was man wirklich super genial nehmen kann, wenn man vielleicht damit anfängt. Ja, also in groß hat man natürlich auch noch mehr Beschreibung, glaube ich. Und man kriegt ja auch genannt, wie die Zahlen, was die Zahlen bedeuten und was die einzelnen Suiten bedeuten. Und deswegen, und hier zum Beispiel auch bei den, weiß nicht mehr, wo es war. Also hier sind immer so Symboliken mit drin, die man wunderbar verwenden kann, finde ich. Ja, also das ist sehr, sehr geil an diesem Deck. Und wie gesagt, in klein finde ich das jetzt total cool. Das war jetzt mein Hund, der ein bisschen rumflippt. Weil viele Decks, die ich jetzt in klein habe, die gefallen mir viel besser in klein. Ich weiß nicht, aber vielleicht bin ich auch einfach ein Kleinfetischist. Ich weiß es nicht. Und die Rückseite gefällt mir ja auch besser. Sehr geil, dass das jetzt in klein da ist, weil eigentlich hatte ich lange überlegt, ob ich es abgebe in groß, aber es war mir einfach zu komplex, weil die Karten waren auch so dick. Ich hatte auch Schwierigkeiten, die zu mischen. Das würde jetzt hier, glaube ich, ganz gut gehen. Ja, mischen geht hier ganz gut. Zumindest so. Wie das jetzt so ist, weiß ich nicht. Werden wir mal gucken. Ah, das geht ja auch super. Geht sogar besser wie bei dem großen Deck. Vielleicht bin ich jetzt auch mehr gewöhnt an die kleinen Decks, weil ich habe jetzt echt einige kleine. Und die lassen sich auch gut biegen hier. Das ist echt. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil sie eine kleine Größe haben, das dann zu handeln. So, jetzt mache ich gleich mal die Kamera aus, lasse sie abkühlen. Und dann machen wir ein Reading. Genau, jetzt machen wir noch hier den letzten Ding. Okay. So, dann machen wir jetzt mal das Reading. Achso, ich hatte ganz vergessen zu zeigen, so lassen sich die Karten nicht so gut auslegen, weil die sind zwar ein bisschen gleitend hier, aber nicht genug, um das zu machen. Genau. Und ich habe eben noch mal, während ich die Kamera abkühlen gelassen habe, die ganze Zeit so gemischt. Und das ist so cool mit den Karten. Ich konnte gar nicht aufhören. Das darf ich nicht wieder anfangen. Das ist so ein bisschen wie eine Droge. Okay. Also, fragen wir jetzt mal dieses Tarot in Pocket-Version, was wir jetzt wissen dürfen. Was dürfen wir jetzt wissen? Was möchte uns das Deck sagen? Du kannst jetzt die Legung mitnehmen, kannst ein Thema reinbringen, was auch immer. Wenn du jetzt, ich mache die Legung ja immer so ein bisschen als Bonus, ne, dann für Leute, die gerne Readings gucken. Ich mache die Legung aber auch, um zu gucken, wie die Karten miteinander harmonieren, obwohl das weiß ich ja schon. Aber wie das hier so mit den kleinen Karten ist, mal gucken, was hier so los ist. Genau. Okay, dann, also irgendwie, die händeln sich wirklich cool, die Karten, das ist sehr geil. Okay, gucken wir mal, was hier in der Mitte ist. Das ist die Hauptkarte, das ist das Jetzt. Das ist die Königin der Münzen und die finde ich hier total cool. Mit dem Diamanten und so ausgeglichen und hermosa. Wir haben die Judgment-Karte in der Vergangenheit. Hier unten versteckt haben wir den Ritter der Schwerter in unserem energetischen Feld, die 9 der Kelche. In der Herausforderung die Königin der Stäbe. Im Weg haben wir die 5 der Kelche.
Und im Ergebnis, das ist die 8 der Stäbe. Wow. Links und rechts im Rahmen haben wir den König der Stäbe und das Schicksalsrad. Also hier geht es tatsächlich um eine Veränderung, um eine Umsetzung von etwas. Und wir sind gehalten, weil das ist im Rahmen. Wir sind jetzt auch wirklich gehalten, diese Veränderung zu machen. Wir sind bereit. Das sagt mir auch die Judgment-Karte in der Vergangenheit. Da ist irgendwas passiert, dass wir aufwachen durften, in Anführungsstrichen, oder auf einen neuen Level gegangen sind oder bereit sind jetzt für einen neuen Level. Und wir sind auch bereit für den neuen Level. Das sagt mir die Königin der Kelche, die ja hier auch den Diamanten so schön hält. Und die Königin der Münzen meine ich natürlich. Und die Königin der Münzen ist für mich auch immer eine Energie, wo man so von innen das Innere auch nach außen, den inneren Wert sozusagen nach außen fließen lässt. Ja, und wo man auch weiß, was man wert ist. Ja, hier geht es auch ein bisschen um den Wert. Also nicht den äußeren Wert, sondern wirklich auch den inneren Wert. Und das fühlt sich hier eigentlich ziemlich cool an. Aber die Herausforderung ist hier so ein bisschen in diese Umsetzung zu gehen, in diese Veränderung zu gehen. Also wir sind jetzt bereit für irgendeine große Veränderung, für ein Projekt. Die Stäbe sind ja auch immer so die Projekte. Aber wir trauen uns noch nicht, diese Veränderung zu machen, diese Umsetzung zu machen, das, was eben hier, also das von innen nach außen zu weben, was hier eigentlich jetzt auch vielleicht auf einen neuen Level gehen möchte. Und hier unten haben wir ein bisschen versteckter den Ritter der Schwerter. Das sagt mir so ein bisschen, der Drang ist ganz, ganz groß. Also wir verspüren einen ganz großen Drang, jetzt irgendwas in die Welt zu bringen. Es kann ein Projekt sein, das kann ein persönlicher Weg sein, der innerlich wirklich ruft und wo wir eigentlich auch schon wissen, dass das jetzt gemacht werden darf, aber wir trauen uns noch nicht. Ja, das ist noch eine Hürde, da wirklich jetzt nach vorne zu brechen. Und im Feld haben wir die 9 der Kelche und das ist auch immer so, ja, das ist, wir haben jetzt den Raum eigentlich. Vielleicht geht es hier auch so ein bisschen um den Herzens, so ein Herzensprojekt oder so ein tiefer innerer Drang. Und wir haben jetzt eigentlich den Raum, das auch zu machen. Weil die 9 der Kelche ist zum einen auch, spricht oft davon, dass ein Wunsch in Erfüllung geht, beziehungsweise, dass man eigentlich emotional auch sehr gut dasteht. Also im Prinzip haben wir alles, was wir brauchen, um jetzt in diese Veränderung zu gehen. Und dann kann das auch, also dann kommen auch die Möglichkeiten auf uns zu, dann kommt auch was in Bewegung. Aber wir haben ja im Weg noch die 5 der Kelche. Und die 5 der Kelche spricht immer auch von Enttäuschungen. Und in dem Fall natürlich umgekehrt auch von Erwartungen. Und es ist jetzt ganz wichtig, dass wir aus der Erwartungshaltung rausgehen. Natürlich hat man immer Erwartungen, das ist klar, aber manchmal hat man halt sehr große Erwartungen. Also die Erwartungen so ein bisschen runterschrauben, vielleicht sind da noch alte Enttäuschungen oder alte Geschichten, dass wir uns nicht trauen, jetzt wirklich nach vorne zu preschen. Das darf man dann auch nochmal nachgucken. Wenn das bei einem so ist, wenn das nicht so ist, dann geht es darum nicht. Aber die 5 der Kelche spricht eben auch davon, dass man noch alten Dingen, mit einem alten Schmerz zu tun hat, der eigentlich schon längst vorbei ist und das Neue und das Neue gar nicht willkommen heißen kann, weil man noch das Alte sieht. So, es gilt sich jetzt umzudrehen, es gilt jetzt aufzuwachen, es gilt jetzt zu verstehen, dass das jetzt der Zeitpunkt ist, dieses, was hier innerlich drängt, auch rauszubringen und wenn möglich eben nicht so hohe Erwartungen an sich selbst und an das Projekt oder was auch immer es ist, zu stellen, weil das bringt einen ja dann wieder wenn das da nicht so klappt, so direkt oder so schnell oder wie auch immer, dann ist man ja gleich wieder enttäuscht. Also der Zustand Enttäuschung ist hier, auch wenn es alte Enttäuschungen sind, ist hier, schwebt hier so ein bisschen im Raum. Und da darf man sich jetzt mal rausbewegen. Ja, weil Enttäuschungen entstehen halt tatsächlich, wenn man zu stark erwartet. So, und deswegen sollte man an seinen Erwartungshaltungen arbeiten vielleicht und vielleicht auch an alten Enttäuschungen, dass man da nochmal hinschaut, dass man so ein bisschen aus dem Alten rausgeht und wirklich sich jetzt auf das Neue konzentriert. Weil
im Prinzip sind wir schon emotional stabil. Ja, wir haben zumindest den Raum für dieses emotional Stabile. Und wenn man emotional stabil ist, kann man auch nach vorne gehen. Also ist hier noch irgendwas, was man sich angucken darf. Ja. Und wenn möglich auch nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen, sondern aus dem Herzen heraus agieren, wie das die Königin der Stäbe macht. Die agiert aus dem Herzen heraus. Die agiert sehr direkt, aber aus dem Herzen heraus. Der König der Stäbe auch, der agiert sehr direkt sehr fokussiert. Ja, und dann kann das gut werden hier mit den 8 der Stäbe. Dann ist es auch so, wenn wir dann wirklich so weit sind, wenn wir uns fokussieren, wenn wir auf unser Inneres hören und das hier dieser innere Drang und verstehen, dass wir emotional gehalten sind, dann kann und auf den neuen Level gehen, dann kann tatsächlich auch einiges zu uns kommen, Möglichkeiten, da können wir die Möglichkeiten schöpfen im Endeffekt. Ja, kann man ja sowieso immer. Man kann eigentlich immer alles schöpfen, nur muss man sich dem halt erstmal bewusst werden, ja. Genau. Das ist eigentlich die Legung, sehr, sehr schöne Legung und die Karten sind echt cool. Ja, ich habe die auch so ein bisschen vermisst in groß und deswegen freue ich mich jetzt, dass sie in klein da sind, die fühlen sich echt gut an in klein. Ja, und du kannst jetzt natürlich die Legung mitnehmen, gucken, ob bei dir da irgendwas ist. Und freue mich natürlich, wenn du die Legung mitnehmen konntest. Und ich freue mich auch sehr, dass du mich hier begleitet hast durch dieses Unboxing. Aber vielleicht hast du ja auch nur die Legung angeguckt. Und du darfst gerne kommentieren. Vielleicht hast du ja das Deck in groß. Und darfst aber auch gerne die Legung kommentieren, darfst gucken, darfst mir gerne sagen, was du da jetzt reininterpretiert hättest oder wie die Energien auf dich wirken von der Legung. Kannst du auch kommentieren, kannst gerne liken das Video, kannst mich gerne auch kontaktieren, wenn du magst, wenn du eine Frage hast zu dem Deck, zu anderen Decks, wenn du wissen willst, wie man Karten am besten intuitiv liest, wenn du ein privates Kartenreading, ein privates astrologisches Reading oder eine Beratung möchtest, dann darfst du mich, wie gesagt, kontaktieren. AndreaWirk.com ist meine Webseite. Da findest du meine Telefonnummer, meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Streamer. Und du darfst mich dann über eine von diesen anschreiben oder auch ansprechen in Form von Sprachnachricht. Ja. Ja, ich danke dir fürs mich begleiten durch dieses Deck und ich wünsche dir alles, alles Liebe und ich finde die Karte sehr geil. Ne? Du bist der absolute Wert und du kannst es auch nach außen bringen. Tschüss!